Trachten sind voll im Trend. Die meisten tragen hier ein Dirndl. Dafür gibt es aber einen speziellen Grund, denn heute fand der erste Dirndlflugtag in Oberfranken statt. Genauer gesagt im Fichtelgebirgshof in Himmelkron. Wir haben das im Internet gesehen, bei YouTube, dass es das schon in Salzburger Land in Österreich gibt und in Oberbayern wird gesprungen am Starnberger See. Und das ist ja prädestiniert für hier, dass man eine riesen Gaudi einfach aufzieht. Ziel ist es, in möglichst unterhaltsamer Weise und spektakulär in den sogenannten Südsee zu springen. Dabei werden Ausdruck, Haltung und das Gewand von der Jury, bestehend aus Sponsoren und dem Himmelkroner Bürgermeister, beurteilt. Manchmal wurde mit körperlicher Zuneigung um ein paar Bonuspunkte gekämpft. Ich denke, dass es auf einer Seite auf die Originalität ankommt, wie sich die Teilnehmer zusammenrichten, und auf der anderen Seite natürlich, wie sie reinspringen, Haltung, Ausdruck, aber auch was dabei rüberkommt. Rübergekommen ist vor allem die Kreativität der Teilnehmer, wie hier die Karpfenprinzessinnen, die sich ausgiebig vorbereitet haben. Für gute Stimmung sorgte aber auch das tolle Wetter und so wurden die Regenschirme schnell mal zu Sonnenschirmen umfunktioniert. Taktik ist Fanclub, unser ganz Fanclub, wichtig. Ja. Da hinten, das Ding ist für unseren Fanclub, unser Karpfenprinzessinnen-Schild. Also wir haben eigentlich Unterstützung dabei. Jede Hoffe Menge, ich mal. Ja. Hoffen, dass die Jury den harten Arbeitsaufwand gut bewertet. Zu gewinnen gab es unter anderem einen Reisegutschein, einen VIP-Brauereibesuch, Gutscheine vom Fichtelgebirgshof und nette Trophäen. Für alle Teilnehmer gab es außerdem eine 2-Liter Bierflasche der Mönchshof-Brauerei aus Kulmbach. Gewonnen haben die Karpfenkiller aus Gremnitz. Sie überzeugten mit der pfiffigen Idee, den Bürgermeister unter einem Vorwand ins Wasser zu schubsen. Ich habe das irgendwo befürchtet, weil man gesagt hat, ich soll mal die Tasche ausleeren. Ich werde zum Tanzen geholt. Da habe ich das schon die letzten 5 Minuten gedacht. Und so waren die Organisatoren um Tina Arzberger sehr zufrieden und wagten als Dank für die Teilnehmer im Anschluss selber den Sprung als lohnende Erfrischung.